Das Coronavirus gibt es gar nicht. Die Klimakatastrophe ist ein Schwindel und eigentlich ist unsere Erde ja flach. Im Internet findet man haufenweise völlig absurde Behauptungen. Social Media ist voll mit Desinformation. Aber warum eigentlich? Was macht sogenannte Fake News in sozialen Medien so populär? Um diese Fragen zu beantworten, müssen wir zuerst klären, was sogenannte Fake News überhaupt sind. Laut dem Duden ist eine Falschmeldung eine Meldung-Nachricht, die nicht dem wirklichen Sachverhalt entspricht, ihm widerspricht. Das sind aber nicht automatisch Fake News, da ja Irrtümer passieren können. Fake News zu definieren ist oft nicht so einfach. Laut Ethan Zuckerman vom MIT sollte man bei Fake News zwischen Nachrichten, die einem bestimmten Thema übertriebene Aufmerksamkeit widmen, Propaganda und gezielter Desinformation unterscheiden. Wird einem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als es verdient hätte, wird falsche Relevanz postuliert. Man spricht von False Balance. Von Propaganda ist die Rede, wenn PolitikerInnen aus politischem Kalkül Wahres und Unwahres vermischen. Gezielte Desinformation zielt darauf ab, den öffentlichen Diskurs zu verzerren. Es werden absichtlich gefälschte oder manipulierte Nachrichten in Umlauf gebracht. Dadurch wird es schwieriger, zwischen wahr und falsch zu unterscheiden. Okay. Fake News widersprechen also der Wirklichkeit. Und vielfach werden sie absichtlich in Umlauf gebracht. Wer Desinformationen in die Welt setzt, verfolgt also in den meisten Fällen bestimmte Interessen. Und die lassen sich grob einteilen in Macht, Geld und Einfluss. UserInnen sollen unter anderem falsche Informationen glauben. Personen, die Desinformationen verbreiten, können damit bis zu einem gewissen Grad die Sicht ihrer RezipientInnen auf die Welt kontrollieren und dadurch Profit schlagen. Weil Fake News oft eine starke emotionale Komponente haben und mit Übertreibungen spielen, sind wir eher geneigt, auf einen Artikel oder einen Beitrag zu klicken. Clickbait bringt Cash. Und natürlich verschafft die Verbreitung von Fake News Einfluss. Menschen neigen eher dazu, den Inhalt zu glauben, dem sie sich näher fühlen. Wenn ich also gerne Erdbeereis esse und mir jemand permanent erzählt, dass Erdbeereis mein Immunsystem stärkt, werde ich das eher glauben, als wenn jemand sagt, Vanilleeis ist viel gesünder. Das ist natürlich frei erfunden. Das Prinzip funktioniert aber auch mit Parteien und politischen Informationen. Wenn ich etwas Positives über die Partei höre, der ich nahestehe, werde ich das eher glauben, als wenn ich etwas Negatives über diese Partei höre. Ganz egal, ob das stimmt oder nicht. Das nennt man Confirmation Bias. Das macht Fake News so gefährlich, speziell auf sozialen Medien. Obwohl der Inhalt eines Beitrages nicht stimmt, wird er in sozialen Netzwerken weiterverbreitet. Bei Videos ist dieser Effekt besonders stark, da diese oberflächlicher verarbeitet werden und deshalb eher weiterverbreitet. Und mit ihnen die Desinformation. Dazu kommt, je öfter man eine Info sieht, desto eher glauben wir sie. Irgendwann besteht also die Gefahr, dass falsche Informationen als wahr empfunden werden. Aber nicht nur die Häufigkeit der Verbreitung spielt eine Rolle. In manchen Fällen ist es für Laien gar nicht mehr möglich, zwischen echt und unecht zu unterscheiden. Bei Videos spricht man in diesem Zusammenhang beispielsweise von sogenannten Deepfakes. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz können Ton- und Lippenbewegungen so verändert werden, dass die Person im Video etwas zu sagen scheint, das sie nie gesagt hat. All das kann zu einer Gefahr für die Demokratie werden. Vor der Abstimmung zum Brexit hat es in Großbritannien Fake News-Strategien gegeben, um möglichst viele WählerInnen-Stimmen zu generieren. Und auch die US-Wahlkämpfe 2016 und 2020 waren geprägt von falschen Beschuldigungen und Fake-Kampagnen. Soziale Netzwerke spielen hier eine ambivalente Rolle. Einerseits erleichtert beispielsweise die Plattform TikTok die Verbreitung von Desinformation. Andererseits ist es, laut Alfonso Lopez und KollegInnen, viel eher ein Instrument, um Fake News zu entlarven als traditionelle Massenmedien. Falschnachrichten können die Demokratie nachhaltig schädigen. Ein fairer Austausch zwischen politischen GegnerInnen wird durch die Verbreitung von Fake News jedenfalls zunehmend schwieriger. Genauso wie die Meinungsbildung der RezipientInnen. Umso hilfreicher ist es, Bescheid zu wissen.